Hallo, hallo ihr Lieben. Dienstagmorgen, relativ früh. Eigentlich wollte ich jetzt gerne mir einen Film anschauen. Aber leider ist mein Auge wieder ganz empfindlich. Tut sehr weh, tränt, brennt. Ich habe mich wohl zu früh gefreut gestern. Nichtsdestotrotz bleibe ich beim Kopieti. Das kann man immer trinken, ne? Und da ich weder lesen noch am PC arbeiten kann, ich kann auch nicht fernsehen. Das Einzige, was ich noch so ein bisschen kann, ist ein bisschen basteln. Und da dachte ich, ihr hattet ja gesehen, dass ich mir immer so eine Mappe jetzt genommen hatte, um Sachen so in die Vorauswahl reinzunehmen. Aber das ist ja nicht so besonders schön mit so einer einfachen Mappe. Und dann habe ich gedacht, dann beklebe ich mir mal ein so ein Akten, ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt. Das ist so ein Hängeregister, sagt man das so? Hängeregister? Ich glaube ja, ne? Ich weiß jetzt gar nicht, das wird wohl vor. Ich denke, dass das so drin hängt irgendwo, ne? Das lasse ich jetzt auch einfach da dran. Ich beklebe das einfach nur und von innen und von außen. Da ist keine große Geschichte dabei. Das soll einfach nur so ein klein bisschen netter aussehen, mehr nicht. Und ich glaube, ich fange damit an, dass ich einfach so ein bisschen Washi rundherum klebe. Moment, damit ich, oh lala. Das Ding wird immer voller und voller. Das ist auch so ein Papier, was ich ganz preiswert aufgekauft habe vor einiger Zeit. Ich finde das eigentlich sehr hübsch. Auch die Rückseite würde mir gut gefallen, aber ich tendiere jetzt für diese. Und zwar ist das wieder ein Papier von Prima Marketing, Jody Lee, 2012, Fairy Bell Collection Aquarell. Ihr wisst ja, ich habe da mehrfach einfach alles aufgekauft und bekam dann von einigen Sachen 2 Bögen, von anderen 5 oder 6 und ich habe gedacht, ich verbrauche das schon. Das ist kein Problem für mich, ich verbrauche das Zeug schon. Ich hätte jetzt diese Sachen im Angebot. Das würde ja eigentlich schon mal richtig gut passen. Brauchen wir gar nicht weiter suchen. Guck. Ich muss es nur immer erst mühselig von oben runterholen, weil der Tisch ist eh schon so furchtbar voll. Wie machen wir das jetzt? Haben wir denn hier, warte mal. Hier wäre es natürlich schön, man hätte was. Ach, Petra wieder nicht umgepasst hier. Halala, siehst du. Wenn man so gut denken könnte, könnte ich das drauf machen auf den Rücken. Eben schauen, ob ich was Besseres finde. Nee, was Besseres. Ich hätte noch das, aber das ist zu schade. Nee, das tue ich nicht. Jetzt lasse ich das erstmal unten stehen. Hoffentlich stört es jetzt weiter nicht. Ich denke nicht, ne? Jetzt überlege ich gerade. Guck, jetzt mache ich das dann so. Das heißt also, ich muss ganz kurz das eben so ein klein bisschen wieder festtrimmen. Jetzt legen wir uns am besten hier mal kurz die Matte unter. Ich habe immer keine Lust, mir den Tisch zu versauen. Genau. Wobei hier ist so ein kleiner Strippel kaputt. Jetzt hätte ich wohl, was hätte ich jetzt als erstes besser gemacht? So. Naja. Naja, ich werde es irgendwie, es wird mir irgendwie gelingen. Ich würde mal sagen, ich fange vorne an. Hier. Oh, das war noch nicht auf. Ach, jetzt geht das wieder los. Ach, ich sag's euch, man kann es nicht mal fühlen, wo die Kante ist. Da. Oh Gott, das ist wirklich für manche eine Strafe Gottes, das aufzumachen. Ne?
Okay. Na, nicht das Mittag. So. Ja, dieses Licht, mir tut zwar weh. Ich klebe das gleich um. Ich mache jetzt erst das Vorderteil fertig, sonst komme ich stecken haben. Ja. Mir tut es wirklich weh in den Augen, aber es ist nicht so schlimm. Bei dem PC ist es so schlimm, dass meine Augen tatsächlich anfangen zu tränen und zu brennen und ich kann es nicht mehr aufhalten. Es ist so schlimm, ich kann es einfach nicht mehr aufhalten. So, da kommt jetzt dieser Stripsel. Okay. Und dann muss ich hier erst mal kurz sinnvoll, wenn man da anfangen würde und da oben drauf vielleicht auch enden würde. Soll ich das auch umklappen? Nee, man muss es ja auch nicht überdrehen. So, dass wir die Kante möglichst. Einen Moment. Ja, da sind wir noch weit, weit, weit entfernt. So. Ich weiß nicht, ob ihr die Bilder gesehen habt im Blog von den kleinen Vögeln, die wir hier haben, dieses kleine Vogelnest. Und die sitzen hier an der Hauswand in so einem Efeu drin. Und jetzt hat der Sturm schon zweimal richtig Efeu, also das war eh schon so ein bisschen wackelig anscheinend, diese ganze Konstruktion. Und heute Morgen bin ich gleich wieder hin, habe mit einem ganz langen Hals geguckt, ob sie, weil es jetzt ganz doll geregnet bei uns heute Nacht und gestern und gestürmt unheimlich. Und was soll ich sagen, das Nest ist noch weiter, ja, ungeschützt, will ich so sagen, und etwas weiter auch anscheinend abgesackt. Ich weiß gar nicht, was wir da jetzt machen können. Gehen wir an das Nest, machen wir irgendwas, tun wir was rüber, verscheuchen wir die Eltern womöglich. Ne? Das will man hier nun auf gar keinen Fall riskieren. Ja, also ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Also heute Morgen waren sie noch alle munter und guter Dinge. Die kleinen Schnäbel gingen gleich auf, als sie dachten, es gäbe irgendwas. So, das ist der erste Streich. Und dann wollen wir mal kurz gucken, dass wir hier diese kleine Kante umknicken. Ja, hätte ich das jetzt machen müssen mit Gewalt? Ich weiß es nicht. Ich dachte nur, es sieht dann ein bisschen netter aus, wenn die Kante vielleicht auch ordentlich ist. Oder? Naja. Geschmackssache, oder? So. Ich dachte, innen klebe ich vielleicht einfach nur mit Papier ab. So, das ist doch schon mal ganz ordentlich. Wie gesagt, diese Bögen, die habe ich schon zugeschnitten passend. Ja, das ging um ein bisschen Verstärkung. Das ist einfach. Und wie mache ich das jetzt am allerbesten? Ich überlege jetzt gerade wirklich. Das brauchen wir vielleicht gleich noch. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Warten wir es mal ab. Ich glaube, ich mache es hier auf diesem. Ist einfacher als auf dem anderen. Ja. Also bei uns ist jetzt das Wetter im Moment wirklich nicht mehr schön. Gestern war es ein sehr dunkler, grauer Tag bei uns. Keine Sonne mehr. Und hinterher ganz schön, glaube ich, geregnet und vor allen Dingen auch gestürmt wieder. Also wirklich für Juni und dazwischen dann wieder so heiße Sachen. Also irgendwie dieses ständige Hin und Her. Ganz ehrlich, ich brauche das nicht. Mir wäre 20 Grad, also persönlich wirklich lieber. Ne? Ich weiß nicht, wie es euch geht.
Aber ich bin für die Hitze gar nicht mehr so geeignet, je älter ich werde. So, das ist, ich weiß nicht, ob ihr den schon gesehen habt, es gibt von Uhu. Ja, kann ich ruhig sagen, ist egal. Ich mache so viel Werbung. Ich habe es also noch nie gehabt. Ich finde es nur praktisch. Es gibt von Uhu einen Stift und der ist blau. Ein Klebestift, der ist blau. Und halt das jetzt richtig rum. Gibt es da einen richtig und einen falsch? Einen Moment. Ja, es gibt einen richtig und einen falsch. Und das war falsch. Die Rose war falsch herum. Oh, ist noch nichts passiert. Das kann man noch gerade schnell hochnehmen. Da ist noch nicht so dramatisch. Noch nichts passiert. Noch gar nichts. So, ich muss mal jetzt gucken, wo der Knick jetzt ist. Ah, guck. Hatte ich mir fast gedacht. Petra, zweite Fehler heute schon. Frühen Morgen. Fehler, Fehler, Fehler. Ich muss näher an die Kante. Definitiv. Ganz nah. Ich habe es nämlich so gemessen. Ah, es ist noch nicht zu spät. So, jetzt muss es aber was werden. Und jetzt lege ich mir den hoffentlich gleich nicht auch wieder falsch rum auf. Jetzt gucken wir mal, wo die Kante. Jetzt geht's. Ja, jetzt geht's. Jetzt geht's. Ist okay. Och, ich hätte das natürlich auch etwas abrunden können. Das hätte mal gleich netter ausgesehen, ne? Jetzt habe ich da nicht dran gedacht. Blöd. So, da muss ich jetzt drauf achten. Das ist jetzt, die Rose ist jetzt oben. Da guckt man drauf. Da muss man das gleich so rummachen. Wäre schön, wenn das dann passen wollte. Ich weiß nicht, innen habe ich gedacht, vielleicht zwei so kleine Einsteckfächer für kleinere Sachen. Und ansonsten kann man das einfach so einlegen, wie ich es jetzt auch bei der anderen Mappe gemacht habe. Das ist ja nur, damit man es nicht so auf dem Tisch rumfliegen hat. So Tags und so ein Zeug, das kann man vielleicht dann besser in einem Karton auch aufheben oder in einem kleinen Schälchen. Das muss man halt mal gucken. Aber eben halt größere Bögen, die in der Auswahl stehen, die hat man besser dann auch irgendwo drin. Denn sonst, bei mir zumindest, ist so viel Material überall, da komme ich ganz schnell durcheinander und das ist dann blöd. So. Müssen wir eben gegen das Licht versuchen zu gucken. Na guck, da hier, da ist noch gar nichts. Hier auch noch nicht. Klebrotismus. Jetzt gucke ich aber vorher, dass ich die Rose richtig herum habe. So. Na, an die Kante haben wir jetzt gelernt. Richtig herum, ne? Hoffe ich. Die Rose ist richtig. Ist sie jetzt wieder falsch herum? Nee, wa? Ist jetzt auch eigentlich, ganz ehrlich, ist auch eigentlich Wurschtel. Oder? Ist eigentlich Wurschtel. Jetzt machen wir es mal zu. Mal gucken, wie es sich darstellt. Nachwischen. Hier auch. Das wäre jetzt über Kopf. Ne? Das ist doch jetzt richtig. Da gucke ich doch in die Rose rein. Jetzt ist das wieder über Kopf. Ne, das Papier ist nicht gleichmäßig. Ach. Doof, oder? Doof. Das ist ja doof. Ich denke, dass das unten ist mit diesen Klammern, ne? Weil das das. Siehst du, hier müsste ich noch ein kleines bisschen Kleber nachgeben. Noch haben wir das ja alles noch parat. Distress Ink. Wollen wir so ein klein bisschen dran machen, vielleicht? Ja, ne? Ganz klein bisschen. Muss ich gleich nachwischen, dann hätte ich vorher machen können. Ach, irgendwie bin ich nicht ganz bei der Sache, habe ich das Gefühl. Hätte ich besser vorher gemacht. Also wäre es ähnliches, einfach beziehen und dann einfach besser vorher schon mal de-stressen. Aber da das ein Washi ist, kann ich einfach abwischen.
Und das machen wir jetzt. So weht er das Klima ab. Ist auch nicht so viel. Naja, kriegen wir ab. Ist nicht so dramatisch. Da ist es jetzt ganz praktisch, dass wir hier so einen kleinen Burschi haben. Ja. Ja, diese kleinen Vögel, da mache ich mir wirklich die ganze Zeit Sorgen, weil ich habe Angst, dass das Nest irgendwie ganz abstürzt. Das ist schon richtig abgesackt. Und ich weiß nicht, ob der Sturm da schon mal dran war, bevor wir es entdeckt haben. Also es war schon so ein bisschen, ach, ich will sagen, so ein klein bisschen sah es schon gefährlich aus, als wir es fanden. Ne? Und dann haben wir schon gedacht, oh, ne? Jetzt hat mein Mann schon der ganze schwere Efeu. Ja, ich muss dazu sagen, er macht den immer wieder vom Haus ab. Er will den nicht am Haus haben. Ich hätte mein Haus komplett mit Efeu zu, aber es ist, wie es ist. Ne? So Männer halt. Ne? Was will man da sagen? Und auf jeden Fall hat er das aber jetzt nicht gemacht, seitdem die Vögel da sind natürlich, das ist klar. Aber der Efeu ist an sich dadurch instabil, weil er da ewig dran rumreisen ist. So, ich glaube, das ist schöner, wenn ich das so ein bisschen rundherum noch so klein bisschen einfärbe. Und jetzt hat er schon die Mülltonnen, die stehen sowieso drunter, aber die werden jetzt nicht mehr benutzt, weil wir Angst haben, wenn wir die Mülltonne drunter aufmachen, dass dann das ganze Efeu noch mehr nachsackt. Ja, das ist nicht schön. Es ist wirklich nicht schön. Ich hatte jetzt überlegt, vielleicht einfach zwei so kleine Taschen hier einzuarbeiten. Ich habe ja noch so ein bisschen über. Könnte ich auch das andere nehmen. Kann man gucken, wie man will. Aber das wollte ich einfach irgendwie mit Papieren zu kleben. Einfach nur, dass es etwas abgedeckt ist. Ich guck mal gerade, hier habe ich einiges an Papieren liegen. Hier ist auch noch Notenpapier. Das ganz helle ist nicht so schön. Das können wir gar mal ganz wegtun. Hier ist noch sowas. Das alte ist natürlich immer schön. Das ist noch ein sortiere das gerade mal kurzfristig. Ist das ein Doppelbogen? Ja, die Doppelbögen lieber nicht, ne? Naja, und das ist auch nicht so richtig prickelnd, ne? Das sagen wir mal einfach so jetzt. Das ist nicht so. Da ist ein Einzelner, den kann ich auf jeden Fall verwenden. Das kann ich verwenden. Ich will es mal kurz. Man sortiert das mal einmal lieber vor, bevor man immer die gleichen Papiere gleich in der Hand hat. Wilhelm Meisters Lehrjahre. Ich glaube, das andere ist mit Ewig singen die Wälder. Kann das Sinn? So, das sind verschiedene Baustellen. So. Ja, man möchte es ja jetzt nicht so gleichmäßig haben. Und dann wäre das nicht schlecht, wenn man wirklich verschiedene... Das ist ein tolles Papier. Total toll eingegilbt an den Seiten. Seht ihr das? Ist auch wieder ein extra Bogen. Ich könnte das... Ne, ist auch wieder was extra. Ist was Einzelnes. Mein Gott, habe ich hier viel Zeug. Das Gürtel zusammen wahrscheinlich. Das ist so hell. Das alles. Mal eben gucken. Gleiche Größe. Ja, gleiche Größe. Alles hell. Das ist jetzt wieder was anderes. Das könnte hier hingehören. Das gehört dahin vielleicht. Das brauchen wir hier auch nicht. Ist das jetzt auch wieder was anderes? Ich glaube ja. Oder ist es das? Nein, ist das? Ihr seht, muss ich gründlich einmal kurz aufräumen. Es hilft nicht. Es hilft nicht. Die weißen können wir total wegtun. Das brauchen wir nicht. So, das kommt, wenn man immer schnell da reingreift. Ne? Und das Chaos wird immer schlimmer. So, jetzt haben wir das. Jetzt so langsam kommen wir der Sache näher. Hier haben wir noch ein bisschen. Also das ist nochmal ein extra Papier. Ich bin mir nicht sicher, ob das auch ein extra Papier ist, aber die Schrift sieht gleich aus. Die Ränder sind so schön gelb. Also das ist kein schlechtes Papier hier, dieses. Ich versuche das jetzt mal so ein bisschen hier rundherum zu stapeln. Da habe ich nur noch einen. Habe ich nur noch einen, den stelle ich einfach mal zur Hochkant hin. Hier habe ich noch mal Edith Hosen. Hier habe ich noch ein bisschen Musikpapier.
Wartet mal kurz. Ich habe noch ein neues Musikpapier. Sieht das nicht klasse aus? Nehmen wir mal einfach mal so ein Ding ins raus, ne? Na, ich bin über nach Hause, oder? Aber ich, ja, ist egal. So, ich reiße das jetzt alles, ne? Oder wie machen wir das? Ja, ne, ich reiße das. So, fangen wir mal einfach an. Ja, ich habe meine lieben Hunde hier. Hört ihr vielleicht ein bisschen hin und wieder mal so ein bisschen Raspel und Kraspel. Warte mal, die Noten, diese, ich weiß nicht, wie nennen sich diese Klammern. Ich kann leider, bin ja leider absolut, habe nie ein Instrument spielen gelernt, leider. Eigentlich bedauere ich das, hätte ich vielleicht, lach nicht an, als ich jung war, lach nicht an, gab es gar nicht, wurde nirgendwo angeboten bei uns. Ja, ist so, leider, sag ich jetzt mal so, leider, ne? Ich mache jetzt einfach mal so ein paar fertig, weil ich habe es jetzt gerade so passend liegen hier. Ne? Und mal gucken, was wir dann da letztendlich mit tun können. Hm, hätte ich das vielleicht. So, das ist schon mal das. Wunderbar. Hier können wir auch den kleinen Ribbler wieder zu nehmen. Hier die kleine Ribbelmaschine. Die ist immer ganz praktisch. Warte, welche Seite? Dann nehmen wir natürlich die Seite, ne? Ich kann nicht mit dem Finger. Ich habe da einen Schnitt unter dem Finger. Hatte mich das Papier ja gebissen, ne? Da hatte das Papier mir böse wehgetan. Na, der Finger ist gleich ein bisschen dick geworden, ne? Also ist nicht tief, aber diese kleinen. Warte mal, ich habe keine Lust, darunter zu fassen, immer mit meinem Nagel. Das tut so weh. So. Okay. Ja, das ist jetzt. Machen wir es halb? Machen wir es halb. Wir brauchen ja nicht so winzig, ganz kleine Stückchen hier rumhampeln. Nehmen wir hier mal den großen Ribbler. Hm? Geht's wieder los hier. Ja. Uff. Ja, einige haben mir, wenige haben sich gemeldet schon mal bei mir und haben gesagt, das wäre langweilig, das Basteln. Andere haben gesagt, nachdem ich habe dann ja auch manchmal einfach nur noch die fertigen Sachen gezeigt und kurz erklärt, andere haben gesagt, ach wie schade, jetzt haben wir nicht gesehen, wie es gemacht worden ist. Ich vermute mal, dass ich es nicht allen recht machen kann. Ne? Ich vermute das jetzt mal. Also heute dieses Video dient in erster Linie, dieser Film dient in erster Linie mir, damit ich ein bisschen was machen kann. Ne? Weil ich kann sonst nichts machen. Ich kann ja nicht an der Wand gucken, dann werde ich bekloppt. Und so habe ich gedacht, mache ich mir eine schöne kleine Mappe fertig, habe was zu tun. Und wer Lust hat, guckt mit. Und wer keine Lust hat, der kommt vielleicht beim nächsten Mal wieder. Ist doch kein Thema, oder? Ist doch kein Problem. Ich mache das jetzt so, das sieht zwar ein bisschen albern aus, aber es tut mir leid, weil der Finger einfach genau unterm Nagel den Stritzer hat und das ist nicht so angenehm, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir müssen jetzt nicht wieder Papier drunter hauen. So, hier machen wir auch nochmal einen kleinen raus. Ihr seht das Prinzip, ich mache mal einfach, ich bereite so ein paar Sachen vor, dass ich es einfach habe. So, ne? Komm her, du. Ne, der will nicht. Der ist störrisch. Okay, dann bleib weg. Dann bleib doch weg, Mensch. Ja, das ist mit diesen ganzen Geschichten, was man so bastelt. Ja, was soll ich sagen? Das ist in erster Linie gibt es ja alles schon. Es ist ja egal, welchen Bereich man des Lebens nimmt. Es gibt ja eigentlich
es gibt ja eigentlich alles. Auf irgendeine Art gibt es das ja alles schon. Deswegen ist das auch nicht besonders spannend oder aufregend, sowas, ne? Ich persönlich, ich hab Zeit, ich nehme mir auch gern die Zeit. Leider im Moment meine Augen, aber ansonsten, ich habe kein Problem, wenn so ein Film eine Stunde ist oder länger. Aber ich mache jetzt mal auf Stopp und zeige euch, wenn ich gleich klebe. Ich reiß noch ein bisschen. So, Lieben, langsam fange ich jetzt an zu kleben. Von dem Bogen hatte ich noch so einen kleinen Streifen übrig. Da habe ich gedacht, den werde ich gleich mal so an diese Kante kleben. Dann ist das schon mal ordentlich. So. Na, das ist für meine Begriffe ist das okay. Ich kann ja jetzt hier ruhig drauf rummitschen, denn es wird ja alles beklebt. Da brauche ich mir jetzt keine großen Gedanken machen. Ich fange mit diesen beiden Notenblättern an, beziehungsweise ich klebe auf der anderen Seite den anderen Streifen. Wo habe ich ihn jetzt, bitte schön? Den anderen Streifen auch eben noch auf. Kann ich eigentlich hier auch machen, das spielt keine Rolle. Da brauche ich mir das da nicht alles zuklebern. So machen wir das. Ich denke, dass ich die brauche, ne? Ich bin mir nicht ganz sicher, wo die Magnete, aber ich lasse das mal lieber jetzt offen, bevor es dann gar nicht mehr geht, ne? Okay, also das ist nochmal an, das ist nochmal wieder ein anderes. Ich fange jetzt einfach mal mit diesem hier an. Ups. So. Ja, so hatte ich mir das ungefähr gedacht. Soll ich den Washi dann drüber oder drunter nehmen? Das ist die Frage. Ich glaube, ich nehme ihn drunter. Ne? Das ist nicht verkehrt. Warte, komm her. Komm her, Mensch. Noch nicht festkleben. Genau, ich mache hier einen Washi in der Mitte. Erstens ist es dadurch ein bisschen stabiler. Und ich denke, wenn ich jetzt mit dem Papier die Mitte zuklappere, dann wird das schlecht auf und zuzumachen sein. Dann ist das ein bisschen schwieriger. Und insofern. Wunderbar. Guck gerade nur mal recht, ob es gerade ist. Ach so, wo gerade? Ist wo gerade, ne? Ist wo einigermaßen. Ja, ist wo einigermaßen gerade gewesen. Prima. Können wir den nächsten aufkleben. Das gibt ja jetzt hier irgendwie gar keine Regeln. Man macht gerade, wie man möchte. Ne? Es ist alles erlaubt, sag ich mal so. Ne? Es geht eigentlich nur darum, dass man die ganzen Flächen irgendwie zubekommt. Warte mal, dann mache ich das so. Ja, jetzt nehme ich halt das, was gerade kommt und dann ist es auch gut, so wie es ist. Also brauche ich mir jetzt nicht so unendliche Gedanken drüber machen. Ist das jetzt richtig? Ist das jetzt nicht richtig? Na, das ist schon richtig, wie man das jetzt macht. Das spielt keine Rolle. So. Das ist eins von den ganz alten Papieren, das ich jetzt gerade hier habe. Uralt. Schön sieht das aus. Diese alte Schrift dann dazwischen finde ich ganz prima. Habe ich gerne. Ja gut, letztens hat mich jemand so ein bisschen angemault. Ich würde die alten Bücher zerstören. Ja, sicherlich, das ist wohl so. Aber in der Regel benutze ich Bücher, die kaputt sind. Ne? Oder die irgendwie
defekt sind auf irgendeine Art und Weise. Ne? Und insofern denke ich, ist der Schaden, den ich da anrichte, nicht ganz so groß, oder? Nehme ich das jetzt so rum? Besser so? So rum, ne? Mal eben schauen. Das ist ja blöd, denn auf dem Kopf hätte ich es gern. Das muss ja keiner mehr lesen können. Machen wir es so rum. Okay. Soll okay sein. Machen wir es so rum. Ja, das ist prinzipiell. Ja, das gibt es. Wie soll ich sagen? Man kann dieser und jener Meinung sein. Also für manche ist es die größte Sünde, überhaupt ein Buch in irgendeiner Form zu zerstören oder irgendeine. Das habe ich doch nicht auf dem Kopf. Ich blöd, Mann. Warte mal, ist das oben? Nee, doch, ist doch auf dem Kopf, oder? Nee. Ah, Peter, ist jetzt egal, jetzt ist sie nicht auf dem Kopf. Ich kann eh keine Noten lesen. Deppmäßig, ja? Wisst ihr Bescheid. Tja, was soll ich sagen? Ich liebe Bücher wirklich. Und ich habe sehr, sehr viele Bücher selber immer schon gehabt. Und ich habe immer viel gelesen, immer schon. Ja, ich habe mich auch sehr schwer getan. Und ich muss auch ehrlich sagen, es ist immer noch nicht einfach. Und deswegen ist das Kriterium in meisten Fällen, sagen wir mal, bei 90% der Bücher, die ich hier auf irgendeine Art verarbeite, ist was kaputt. Ja, die sind kaputt oder sie lassen sich halt nicht mehr lesen. Irgendwas ist damit. Ne? Also ich achte schon darauf, dass ich jetzt nicht unnütz... Da oben brauchen wir einen kleinen Strippel. Machen wir das mal eben rein, dann haben wir es erledigt. So. Okay, dann können wir den anderen, den heben wir uns noch auf, wenn wir, ich weiß nicht, das war dieses Papier, glaube ich, ne? Jetzt habe ich hier noch ein anderes altes Papier. Wollen wir mal schauen, wie weit wir damit kommen. Hier haben wir noch so größere Stücke. Ich glaube, die kann ich direkt so, wie sie sind, mal einkleben. Und zwar machen wir das so. Wenn ich das vorher mit dem Dings mache, zerreißt mir es komplett. Das ist so empfindlich. Es bleibt ja schon an den Finger hängen. So empfindlich das kleine Papier hin. Ja, ach so, ja, richtig, ja. Wie gesagt, ich weiß es auch nicht. Also ist es so. Es gibt hier viele Bücher, ihr wisst es, Editholen oder hier diese wunderschönen mit den Blumen, Edwardium Blumen und so weiter. Die habe ich mir extra doppelt gekauft, damit ich sie verwenden kann. Ne? Also die habe ich alle doppelt und mehrfach. Ne? Ich habe Edith-Holden Bücher, also alle doppelt. Ich würde sonst nie auf die Idee kommen, da auch nur ein Bild rauszumachen. Das sage ich hier ganz offen ehrlich, das könnte ich gar nicht, das wäre mir zu schade. Aber dadurch, dass ich die einfach aufkaufe, meistens in England, und da liegen sie dann halt schon Jahrzehnte irgendwo rum, sag ich mal. Man sieht es ja am Preis, ne? Man sieht es ja am Preis, dass die meisten da kein Interesse mehr dran haben an diesem Buch, an diesen Büchern. Überhaupt an sowas hat kaum noch einer Interesse, stelle ich immer wieder fest. Woran das liegt, weiß ich nicht, ehrlich gesagt, ist mir ein Rätsel. Ja. Und dieser Trend zum E-Book, den kann ich ja überhaupt gar nicht nachvollziehen. Also der ist für mich, also ein Buch ist aus Papier und es ist einfach aus Papier. Ne? Mehr weiß ich nicht zu sagen. Ein Buch ist ein Buch ist ein Buch, gell? Aber aus Papier, bitteschön.
Ich möchte nicht, ich möchte keine E-Books lesen. Nein, ich möchte das nicht. Nein, ich möchte das einfach nicht. Nee, finde ich nicht schön. Den Gedanken, noch so ein Karton mehr. Mir geht das, ich bin wirklich mit dem Internet, das ist eine prima Sache und das hat auch viele Vorteile. Und ich bin der Letzte, der sagt, nee, um Gottes Willen. Aber jetzt noch so ein Kästchen mehr in der Hand halten und egal welche Vorteile da mir jetzt erzählt werden, interessiert mich nicht. Ich möchte es einfach nicht mehr haben. Na, ich möchte es nicht mehr mitmachen. Den Trend möchte ich einfach nicht mehr. Den möchte ich einfach nicht. Ja. Hätte ich das jetzt mal eben ein bisschen anders machen können? Ja, hätte ich. Habe ich aber nicht. Auch gut. Hätte ich aber, habe ich nicht. Wie immer. Ne? Hätte ich machen können, aber habe ich nicht. Egal, geht auch so. Dieses ist zum Beispiel jetzt auf Französisch. Ja, ich kann kein Französisch, bin ich ganz nicht. Und deswegen fällt es mir leicht. Das gleiche habe ich in Deutsch. Das habe ich schon seitdem es auf dem Markt ist. Liebe ich heiß und innig. So geht's. Na, so geht's. So, warte mal. Jetzt können wir hier mal ein bisschen weiterarbeiten. Hier mal vielleicht ein bisschen größeres Stück. Warte mal, so vielleicht so. So. Achso, oder? Nee, jetzt habe ich. Ist auch eigentlich egal, ob das da oder da schon ist. Nur ist ja wurscht. Oder ich mache es so, oder ich mache es so, oder ich mache es so. Wie mache ich es denn jetzt? Oh Gott. So, ne? So mache ich es. Ja. So, ich mache noch mal ein bisschen Stopp, weil ihr seht ja, ich klebe so still vor mich hin. Relativ langweilig. Wenn ich das fertig habe, bin ich wieder bei euch. So, ich bin mit der ganzen Kleberei innen fertig und habe jetzt, das war so ein Rahmen von so Stickern oder irgendwas, den hatte ich mir mal irgendwie aufgehoben. Den habe ich jetzt rot eingefärbt, mit einfach mit Stempelfarbe, noch ein Papier drunter gesetzt. Hier sind zwei so, die fand ich ganz süß. Hier kann ich gleich noch was reinschreiben und das klebe ich mir vorne drauf. So, da soweit, na komm, soweit bin ich jetzt und dann kommen innen drin noch gleich zwei so kleine Taschen rein für kleinere Sachen, die man da in der Vorbereitungsmappe hat. So. Also meine Finger, die sehen aus. Meine Güte. Klebratismusfinger, ha? Das lasse ich jetzt auch so und das klebe ich. Moment, das klebe ich einfach so da drauf. Das braucht weder mittig noch sonst was. Und das wird auch der einzige Schmuck sein. Also kommt kein Firlefanz. Das ist ja eine Arbeitsmappe eigentlich, ne? Eine Vorbereitungsmappe. So. Ich finde das ganz niedlich jetzt, ne? Vorne ordentlich, hinten ordentlich, so. Können wir es aufmachen. So sieht es jetzt fertig aus. Und ich habe das ein bisschen vorbereitet. Ihr seht, ich habe das etwas länger gelassen. Dann habe ich es hier unten etwas schräger gemacht, oben nur leicht schräg, in der Hoffnung, dass dann etwas mehr reinpasst. Ich weiß nicht, ob das ein Denkfehler ist, aber ich weiß es nicht. Ich versuche es. Ne? Ich versuche es halt. So. Jetzt muss ich hier Kleberatismus drauf machen. Genau, auf diese kleinen Kanten. Uppala. Warte mal, das ist schlecht. Da bin ich drüber gekommen. Und hier unten muss eine Kante rein. Eine kleine. So, hier ist die Mitte. Gleiche machen wir hier. Moment. Kleine Kante unten entlang.
Warte mal. Bisschen andrücken. Ich denke, ich werde hier unten so ein ganz klein bisschen Washi noch gegensetzen, dass es einfach ein bisschen stabiler wird. Genau, so werden wir das machen. Und ich glaube, dann ist meine Mappe auch schon fertig. Ja, das ging ja jetzt ganz schnell. Das ist ja auch keine weltbewegende Sache, aber es ist ja doch manchmal ganz schön, wenn man mit Sachen arbeitet, die einfach auch ein bisschen nett aussehen, ne? Oder? Ach, ich lasse es so, kommt auf den Millimeter gar nicht an. So, andere Seite auch. Das schneiden wir uns eben ab. Ich weiß noch nicht, was ich als nächstes mache oder ob ich mich doch irgendwann noch mal, ich weiß nicht, warum ich an das Buch nicht dran mache. Also das ist so fast fertig im Grunde. Buch der schönen Dinge ist fast fertig, ganz ehrlich. Ich verstehe es nicht. Ach, ja, das ist jetzt der falsche. Wobei, einen Moment, ich muss das mal eben etwas hier. Ach, das klebt sich irgendwann so zurecht. So, das ist wieder sauber. Und das machen wir auch eben sauber. Guck. Und meine Finger, die sehen aus. Meine Güte, das ist ja schlimmer als jeder Bergarbeiter nach der Schicht, was? Gott, deswegen, jetzt klebt das dünne Papier da auch noch dran. Ja, da kann ich gleich jetzt nur mit der Wurzelbürste rein. So, die Zeitung soll es auch gewesen sein. Die kann weg. Das ist mein Papierkorb, der immer, weil jemand hat gesagt, du schmeißt den ganzen Müll oben auf den Tisch. Nein, ich habe da ein kleines Eimerchen stehen. Gell? Ja. Ist hier noch irgendwas, was wir brauchen können? Die Strippen kann ich noch wegtun fürs nächste Collagenbild. Ja, ich halte es noch mal kurz an. Wir können es ja mal gerade testen, indem wir mal irgendwas reintun. Seht ihr, so ist nur so, dass es ein bisschen Halt kriegt. Für kleinere Sachen geht. Ich muss mal gerade mal eben gucken, da ist so ein bisschen Widerstand. Einmal mit dem etwas größeren. Ja, man kann etwas mehr reinpacken, dadurch, dass etwas oben etwas... So, und dann kann jetzt diese Mappe... Die war eigentlich nicht dafür gedacht ursprünglich. Hat jetzt ausgedient. Die ist zum Basteln. Und dann kann ich das so aufbewahren. Und ich habe eine schöne Vorbereitungsmappe. Was schreiben wir denn da drauf? Vorauswahl. Oh, habe ich denn meinen schönen Stift? Ist das der richtige? Vorauswahl. ich finde es ganz nett. Sieht ordentlich aus, oder? Nur so als kleinen Denkanstoß, wenn man wie jetzt so Junkmail oder irgendwas anderes machen will, da kann man jetzt seine Papiere einfach alle, die man sich vorher aussucht, da reinpacken. Gut, muss dazu, 30x30 passt nicht rein, das legt man halt drauf, aber man hat ja auch kleinere Seiten und so weiter und kleinere Stücke und dafür finde ich das jetzt eigentlich eine schöne Sache. Das muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir ganz gut. So, ihr Lieben, ich sag mal für heute Tschüss. Ich hoffe, meine Augen werden heute etwas weniger schmerzen jetzt auf die Dauer. Ich habe wenig Hoffnung, aber naja. Morgen bin ich noch mal beim Augenarzt und dann wollen wir mal schauen, was sie sagt. Tschüss, bis dann.